86-Sieg nach 7:2 Führung. Ende gut, alles gut, die 3 Punkte bleiben im Bruneck. Ja, wir haben heute 50 Minuten gutes Hockey gespielt. In 10 Minuten kann viel passieren, aber trotzdem, wir lassen es nicht unterkriegen für die 10 Minuten. Wir wissen, wir haben 50 Minuten gut gespielt. Gewonnen haben wir. Bis zum Ende ist selber zählt. 7:2 Rückstand, nachher noch einmal schwer aufgeholt und zuletzt sind die Punkte trotzdem in Bruneck geblieben. Wie ist das Fazit? Ja, wir können im ersten Drittel überhaupt nicht zufrieden sein. Wir haben defensiv total schlecht gespielt. Wir haben einfach zu viele Chancen zugelassen. Ich glaube, Bustertal war offensiv sehr stark. Dagegen haben wir nicht halten können und im dritten Drittel sind wir wieder zurückgekommen. Generell Zell am See eigentlich gehört zu den Überraschungsmannschaften in der Alps Hockey League heuer bis jetzt? Ja, wir sind mit der Entwicklung sind wir zufrieden, nur jetzt mit der defensiven Leistung eben nicht. Die letzten 2 Wochen waren unsere Spieler, wir haben zwar die letzten 2 Spiele gewonnen, aber defensiv haben wir nicht gut gespielt. Wir müssen das jetzt ändern und nach vorne schauen.